Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Studierende, das ist natürlich nicht so einfach. 45 Minuten sind um, Vorlesungszeit beendet und draußen wartet der Sekt. Auf den warten Sie nun alle. Aber die Rede kommt noch und hinterher das Glas Sekt auf Ihr erstes Semester. Ich bin der Bitte des Präsidenten, diesen Vortrag zu halten, gerne nachgekommen. Das hat zwei Gründe, die sehen Sie im Einladungsprospekt. Das eine ist, ich bin Bischöfin der evangelischen Landeskirche, auf deren Boden diese Universität steht in Göttingen. Das zweite, ich habe selbst zwei Semester hier studiert, lange bevor Sie geboren wurden, 1980, 81. Lassen Sie mich unter dem Titel Zukunftsgestalten drei Punkte hervorheben. Ihre besondere heutige Situation, die Bildungsfrage im weiteren Sinne und einige Worte auf dem Weg. Aber keine Angst, das ist eine knappe halbe Stunde. Erstens der Studienbeginn. Das ist heute ein ganz besonderer Tag für Sie, ob Sie es jetzt wollen oder nicht. Den 13. Oktober des Jahres 2008 werden Sie Ihr ganzes Leben erinnern. Es bedeutet einen Einschnitt, eine Rite de Passage im Leben, die wir jetzt mit einer Feier markieren. Bis jetzt sind Sie schlicht zur Schule gegangen. Das Abitur war das große Ziel, darauf wurde hingearbeitet, manchmal mit Murren und mit Tiefen, manchmal mit Erfolgen und auch Lust, manchmal mit Durststrecken und ab und an auch mit Durchbrüchen. Am Ende die allgemeine Hochschulreife, ein gewisser Stolz, das erreicht zu haben, der Abiball, vielleicht auch noch Zivildienst oder freiwilliges Soziales, ja, aber dann, was soll ich studieren? Solchen Fragen hat sich auch Heinrich Heine gestellt. Er hat dann im Wintersemester 1820 sich hier an der Universität für Jura eingeschrieben, obwohl er keinerlei Interesse wirklich an den Rechtswissenschaften hatte. Aber er hat sich einer Studentenverbindung angeschlossen und liebte das Studentenleben in Göttingen, die Wanderungen auf der Plesse etwa, die Lieder, den Wein und die Liebe. Schon im Februar 1821 war Heine allerdings gezwungen, diese Universität und auch die Verbindung wieder zu verlassen. Ursache war eine Duellaffäre. Heine hat immer versucht, seine Herkunft zu verbergen und wurde von einem Kommilitonen wegen seines Judentums beleidigt und forderte diesen dann zum Duell. Die Universität relegierte ihn deswegen für ein Semester. Unmittelbar darauf schloss ihn auch seine Verbindung aus, und zwar wegen unkeuschen Verhaltens. Er hatte nämlich ein Bordell besucht, seine Biografen sehen aber darin nur eine Begründung, die in Wahrheit die antisemitischen Motive verbergen sollte. So ging Heine nach kurzer Zeit von hier wieder nach Berlin. Nun hat sich seitdem vieles geändert. Zum Glück werden Sie sich nicht duellieren, diese Zeiten sind vorbei. Nach der Erfahrung der Shoah wissen wir auch, dass Antisemitismus menschenverachtend ist und an einer Universität, ja in einer Gesellschaft insgesamt, keinen Boden finden darf. Unkeusches Verhalten legen Sie hoffentlich nicht an den Tag. Auch in Beziehungen geht es um die Würde der Menschen, auch um die Würde der Frauen. Und dass Frauen hier mitstudieren heute, war für Heine sicher unvorstellbar. Geändert hat sich aber nicht nur das. Geändert haben sich auch die Studienfächer. Als etwa Martin Luther studierte, da war es noch ganz einfach. Man konnte alles studieren, das ganze Wissen seiner Zeit erlangen. Medizin, Jura, Theologie. Diese drei Fächer gibt es auch heute noch, aber die haben sich in sich so spezialisiert, dass niemand mehr auch in einem solchen Fach alles wissen kann. Und zudem gibt es derart viele neue Studiengänge, entstehen ständig Bachelorangebote, ohne dass überhaupt klar ist, welcher Master da draufsetzen will, dass der Zusammenhang schwer zu überblicken ist. Zu meiner Studienzeit studierte man mit einem Berufsziel. Studierst du Theologie, wirst du Pastorin. Bei Ihnen kann man in vielen Fällen nicht sagen, wohin die Reise geht. Das führt zu Verunsicherungen. Ich habe selbst vier Töchter, von denen die älteste gerade das Studium abgeschlossen hat, zwei in Bachelorstudiengängen sind und eine kurz vor dem Abitur steht. So kann ich hautnah erleben, was für Herausforderungen das sind, vor denen sie stehen, welche Fragen. Aber ganz so lustig und sicher war die Lage 1977, als ich anfing zu studieren, auch nicht. An eine Immatrikulationsfeier war damals überhaupt nicht zu denken. Du kamst in eine Stadt, musstest sehen, wo du dich einschreibst und dann schauen, wie du klarkommst. Ich erinnere mich persönlich, dass ich sehr einsam war in den ersten zwei Semestern.
Da waren immer andere, die viel besser reden konnten, anscheinend viel eloquenter waren, offensichtlich Bescheid wussten und das große Wort führten. Zum anderen war Theologie damals hoffnungslos überbelegt. Wir saßen in Hörsälen wie diesen, irgendwo da oben saß ich dann, versuchte zu erkennen, was da unten für eine Gestalt stand und gelehrt hat. Ich habe in den ersten Semestern in Tübingen studiert, wenn in diesen Tagen der Bader-Meinhof-Komplex, ich habe gesehen, das auch in Ihrem Cinema-Prospekt hier vorgesehen, in den Kinos anläuft, ruft das für mich viele Erinnerungen wach. Die Theologische Fakultät in Tübingen lag direkt neben der Pathologie. Und eines Morgens in jenem heißen Herbst war alles abgesperrt, große Sicherheitsmaßnahmen, weil die Leichen von Jan Karl Raspe, Gudrun Enslin und Andreas Bader aus Stuttgart zur Untersuchung in die Pathologie gebracht wurden. Helle Aufregung. Jeder sollte jetzt auf einmal politisch Stellung beziehen. Ich hatte mich mit all dem nie beschäftigt und war völlig verunsichert. Am Anfang des Studiums stehen immer Verunsicherungen der einen oder der anderen Art. Und wer sich ganz sicher ist, der wird Verunsicherung lernen zu Anfang des Studiums. Komme ich zurecht? Werde ich Freundschaften schließen? Ist das das richtige Studium für mich? Und wenn nicht, habe ich den Mut, das Studienfach auch noch einmal zu wechseln? Werde ich finanziell klarkommen? Finde ich einen Job nebenbei? Solche Fragen sind normal, gehören zu einem Studienanfang dazu. Gestatten Sie mir einen Hinweis in eigener Sache. Es gibt auch eine evangelische und eine katholische Studierendengemeinde hier, die einen Austausch bieten zum Gespräch und für Zusammenkommen. Ich wünsche Ihnen an diesem Tag zuallererst, dass Sie Lust haben am Studium, Mut, Neues zu entdecken, Ihren Weg finden werden. Wenn mir in meinem ersten Semester jemand gesagt hätte, dass ich mal Bischöfin wäre, promoviere, hätte ich das für einen Witz gehalten. Vieles ist möglich. Das Bischofsamt Hannover ist noch ein paar Jahre besetzt, aber vieles ist möglich. Ich habe im Nachhinein oft bedauert, dass ich etwas eng studiert habe. Ich hätte vielleicht die Zeit mehr nutzen können, mehr über den Tellerrand schauen. Nutzen Sie auch diesen Campus, gucken Sie mal in eine andere Fakultät rein. Ich habe das zu wenig getan. Sie jedenfalls, Sie werden Zukunft gestalten. Sie sind schon heute Zukunftsgestalten und wir als Gesellschaft freuen uns auf Sie mit Ihren Begabungen, Ihrem Beitrag. Sie werden kritische Geister werden an dieser Universität. Kritein, das ist die Fähigkeit zu unterscheiden. Sie werden sich bilden lassen und diese Gesellschaft mitprägen. Ich wünsche Ihnen auch, dass Sie die Georg-August-Universität als Ihre Uni sehen. Da sind wir in Deutschland immer noch sehr zaghaft und ich finde gut, dass Sie mit dem Alumni-Prinzip jetzt versuchen, ehemalige Absolventen und Studierende jetzt in eine Verbindung zu bringen. Und das erste International Alumni Homecoming letzten Monat hat auch deutlich gemacht, dass wir hier verbunden sind von dieser Universität her mit Menschen in vielen Ländern, die hier studiert haben. Der zweite Punkt, Bildung als Zukunftschance. Ich weiß, wir können das Bildungssystem beklagen und aus dem Aster klangen ja auch die Klagen über manchen Missstand bei uns. Ich habe vor kurzem unsere Partnerkirche in Indien besucht und habe da erlebt, in einer Schule, in der Mädchen ausgebildet werden, die aus ihren Familien geworfen wurden, weil ein Esser zu viel da ist, die es als enormes Glück empfinden, dass sie sich bilden, ausbilden dürfen, weil sie wissen, Bildung ist der Schlüssel, um mein eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Es ist ein Privileg, studieren zu dürfen. Ich will das nicht moralisch mit erhobenem Zeigefinger sagen, nach dem Motto, nun wisst das mal bloß zu schätzen, nein. Aber ich will Ihnen mitgeben, dass ein großes Glück ist, dass Sie nicht in einen Krieg ziehen müssen etwa, nicht eine Familie durchbringen müssen durch niedrigste Arbeit, sondern frei lernen dürfen. Bildung ist ein Menschenrecht, aber doch eine Chance, die dieser Welt nur sehr wenige haben. Und das gilt nicht nur mit Blick auf die Länder des Südens, sondern auch mit Blick auf unser eigenes Land. Unser Land ist nicht nur arm an Kindern, sondern viele Kinder sind arm. 16,3% aller Kinder in Deutschland gelten als arm. Seit der Einführung des Arbeitslosengeldes II hat sich die Zahl der Kinder, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, auf mehr als 2,5 Millionen verdoppelt. Jedes sechste Kind unter 15 in unserem Land ist auf Sozialhilfe angewiesen. 1965 war es jedes 75. Kind. Heute jedes sechste Kind und jedes dritte Kind erklärt, es fühle sich in der Schule gehänselt wegen Übergewicht, Kleidung, Frisur. Und wir wissen, dass benachteiligte Kinder sich weniger gesund ernähren, sich weniger bewegen, häufiger in isolierten Wohnvierteln unter sich bleiben, keine weiterführenden Schulen besuchen und mangelhafte Ausbildungschancen haben. Angesichts dessen haben wir als Landeskirche ein ganzes Programm gestartet unter dem Titel Zukunftsgestalten.
Wir wollen Kindern Bildungschancen geben, damit sie Auswege finden aus der Armut. Bildung ist der entscheidende Schlüssel, Armut zu überwinden. Wir finanzieren jetzt Schulstarterpakete, Hausaufgabenhilfe, Mittagstische, damit jedes Kind eine Chance bekommt. Wichtig ist mir bei diesem Programm und auch mit Blick auf Ihr Studium zu sehen, Bildung ist ganzheitliche Bildung. Sie bezieht sich nicht nur auf den kognitiven Bereich, sondern auch auf den emotionalen Bereich. Es geht auch darum, emotionale Kompetenz zu erlernen. Das heißt, sich mit den eigenen Bedürfnissen nach Liebe, mit den Aggressionsgefühlen auseinanderzusetzen. Zur emotionalen Bildung gehört das Fördern von Kreativität und Fantasie. Künstlerische Bildung, vergessen Sie das nicht, neben allem Stress, den Sie erleben werden. Musik, Kunst, Theater, Kino ist Teil von Bildung in diesem Land. Der bewusste Umgang auch mit meinen eigenen Gefühlen. Für das Zusammenleben der Menschen ist das wichtig, dass ich Sympathien, Mitleiden erlebe, Kompassion mit dem Leben. Bildung auch als Herzensbildung. Ich kann Sie nur ermutigen, nehmen Sie sich auch die Zeit für diese Aspekte der Bildung. Denn das ist deutlich, die Jahre, die jetzt kommen, werden Sie in Ihrem Leben ganz entscheidend prägen. Nach den neuesten Entwicklungstheorien geht man davon aus, dass die Jugendzeit zwar ab dem 20. Lebensjahr endet, aber erst mit 25 völlig abgeschlossen ist. Das mag verwundern, sagen wir doch, mit 18 sind sie volljährig. Aber die Ausbildungszeiten verändern auch die Herausforderung. Das heißt, ihr Selbstwerden, ihr Reifen, ihre Persönlichkeit bekommt in diesen Jahren nochmal einen ganz besonderen Schub. Ihre Individualität bildet sich noch einmal verstärkt heraus. Gehen Sie achtsam, auch behutsam mit sich um auf diesem Weg. Und der dritte und letzte Punkt, 3 Wünsche auf dem Weg. Ich bin in diesem Jahr 50 geworden, da fängt der Mensch an, etwas nostalgisch zu werden und denken, jetzt bin ich die ältere Generation, gibt man der Jüngeren was mit auf den Weg. Erlauben Sie mir 5 Wegweisungen und da Sie nun eine Bischöfin eingeladen haben, sind Sie selber schuld, es sind 5 biblische Zitate. Das erste ist, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Steht in der Bibel. Ich finde das interessant, das sagt, wir können herausfinden, was gut ist für uns, für andere, für die Gesellschaft. Das entzieht sich gar nicht unserem Wissen. Zukunft gestalten ist deshalb immer auch ein Wagnis. Etwas wagen. Als Christen wagen wir aus dem Vertrauen heraus, dass Gott uns Zukunft schenkt. Zukunft gestalten heißt aber immer auch zu wissen, dass bereits vor mir etwas war, gesagt, gelehrt wurde. Oder um mit dem Philosophen Odo Marquardt zu sprechen, Zukunft braucht Herkunft und Herkunft braucht Zukunft. Wenn Sie also Zukunft gestalten wollen, nehmen Sie wahr, Studium ist nicht geschichtslos. Es lebt immer von dem, was andere vor uns schon gedacht haben. Sich das anzueignen, was andere vor uns gedacht haben, wird uns befähigen, dann eigenständig zu denken und weiter zu gestalten. Darauf kommt es an, dass Sie als Studierende für sich erkennen, dass Sie von der Bildung anderer leben und dann solchermaßen selbst gebildet sich einbringen in die Gesellschaft und damit den Prozess der Weiterbildung. Bildung ist ein Kreislauf, an dem Sie beteiligt sind. Zum Zweiten, prüfet alles, aber das Beste behaltet. Bildung ist nicht abstrakt. Sie muss sich immer der Qualitätsfrage stellen. Der Nürnberger Trichter füllt Menschen nur ab. Wissensanhäufung aber ist noch keine Bildung. Ich finde, da greift die PISA-Studie viel zu kurz. Es wird doch deutlich daran schon, dass es kein Recht auf Wissen gibt, sondern ein Recht auf Bildung. Es geht darum, dass Sie Ihr Urteilsvermögen ausbilden, die Schärfung des Einzelgewissens. Das Ziel des Uni-Studiums, erst recht der höheren akademischen Grade, ist nicht die Überprüfung, ob sich jemand Wissen angeeignet hat. Gut, okay, in Klammern, das auch. Aber es geht darum, ob ein Mensch eine sachgerechte Urteilsfähigkeit in einem Fach besitzt. Deshalb braucht Bildung Orientierung und Auseinandersetzung. Wenn kein Widerstand geboten wird, bleibt alles konturlos und eine Persönlichkeit kann sich nicht profilieren. Also widerständig bleiben, nachfragen, eigene Meinung profilieren. Denn das ist eines der Kernprobleme, denke ich, der Armut. Wer seine Bildung nur Chips essend und Coca-Cola trinkend vor dem Fernseher bezieht, zwischen 42 Sendern hin und her zappt, bekommt zwar eine Fülle von Bildern, aber es fehlt ihm ja die Chance, diese Informationsfülle
umzusetzen, weil er das Lernen dabei nicht lernt. Das ist kein soziales Phänomen, übrigens will ich ganz deutlich sagen, von Menschen in prekären sozialen Lebenssituationen. Es gibt eine erschreckende Bildungsarmut unter hochspezialisierten Wissenschaftlern, das muss auch gesagt werden. Dann tritt an die Stelle von Chips und Fernsehen vielleicht das Labor oder die historische Urkundensammlung. Und daneben gibt es nichts anderes, keine Mitmenschen, kein soziales Gefüge, keine Verantwortung. Es geht immer darum, auch die eigene Bildungsfähigkeit in einen größeren Kontext zu setzen. Sonst verkümmert der Mensch, verarmt und hat keinen Anteil daran, Zukunft zu gestalten. Drittens, dienet einander jeder mit der Gabe, die er erhalten hat. Ich weiß, dass das altmodisch klingt, einander dienen, du lieber Himmel. Bildungsteilhabe aber kann nur gemeinschaftlich gelingen. Also Augen auf für geteiltes Wissen, Vernetzen von Wissensgebieten und damit auch Vernetzen von sozialen Räumen. In unserer globalisierten Welt brauchen wir auch eine Vernetzung von Geistes- und Naturwissenschaft. Ich gebe zu, dass ich, sagen wir mal jetzt, interessant finde, dass im Moment Finanzexperten, die bisher geschwärmt haben vom freien Markt, in dem alles möglich ist, jetzt sagen, wir brauchen ethische Codes und soziale Verantwortung. Das ist wirklich interessant, wenn es nicht so traurig wäre, würde ich sagen, es ist witzig. Nehmen wir ein anderes Beispiel, das Ihnen vielleicht sehr fern liegt, aber in meinem Amt mir sehr nahe liegt. Das Sterben in Würde. Was machen wir als Gesellschaft? Wie finden wir da zu einer Willensbildung? Hier an der Uni haben wir im Sommer darüber diskutiert. Ich als Theologin würde beispielsweise, wenn jemand die Nahrung verweigert, um in den Sterbeprozess zu gehen, sagen, das kann ich theologisch zulassen, nachvollziehen. Eine Ärztin wird fragen müssen, ob das in dieser Situation mit ihrem hippokratischen Eid vereinbar ist. Sollte die zu pflegende Person in dem Fall aus dem Bett fallen, sich das Schlüsselbein brechen, in eine Klinik kommen, wird es ein juristischer Fall werden, nämlich die Frage, ob Unterversorgung stattgefunden hat. Ich bin überzeugt, wir müssen, was ethische Fragen und was unseren Erfindungsgeist angeht, die gentechnologische Forschung etwa, Fachgebiete einordnen in ein größeres Ganzes gesellschaftlicher Verantwortung. Das zu gewährleisten, braucht einen großen Horizont und keine fachspezifische Enge. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Zukunft gestalten unter so einem großen Horizont in Ihrem Fachgebiet, aber immer mit dem Blick in die Weite. Das vierte aus der Bibel, seid gastfrei. Fremde oder jetzt neudeutsch Menschen mit Migrationshintergrund sind Mitmenschen auch an der Universität. In unserer europäischen Gesellschaft gehört inzwischen das Auslandsstudium zur Selbstverständlichkeit heutiger Bildung. Das aber ist keine Einbahnstraße. In einer globalisierten Welt ist es wichtig, das Ziel der einen Welt im Blick zu behalten. Bildung muss sich den Herausforderungen der Zukunft stellen, auch mit Blick auf die immer schärfer werdende Kluft zwischen Nord und Süd, Arm und Reich. Bildung lebt von Verantwortung und da ist für mich diese Aufforderung der Bibel, gastfrei zu sein, ein doppeltes. Der Gewinn für mich selbst, indem ich mich fremden Welten aussetze und Anteilgabe an dem, was mich bereichert. Wenn Sie also selbst schon in diesem ersten Semester oder den ersten Semestern Fremdheitsgefühle haben, wie viel mehr werden das die Kommilitoninnen und Kommilitonen haben, die aus dem Ausland hier sind? Gehen Sie auf sie zu, laden Sie sie ein. Wer gastfrei ist, erweitert immer auch den eigenen Horizont. Da geht es nicht um Dominanzen in der globalisierten Welt, sondern um voneinander lernen. Und schließlich, der Apostel Paulus sagt, unser Wissen ist Stückwerk. Ich finde das einen guten Satz, weil der auch ein bisschen demütig macht. Unser Wissen ist Stückwerk. Sie werden studieren, Sie werden sich bilden, keine Frage. Und das ist wunderbar. Aber niemand wird je alles Wissen erlangen. Wir erkennen nur stückweise. Und dieser Satz vom lebenslangen Lernen ist inzwischen ja fast eine Phrase. Aber er weist auf etwas hin, was wir nie vergessen werden. Auch wenn Sie Ihr Studium hier an dieser Universität oder an einer anderen beendet haben, wird das Lernen für Sie nicht enden. Ich selbst merke immer wieder, dass ich manches zwar wahrscheinlich nie mehr lernen werde, aber dass ich doch auf dem Weg immer wieder Neues wahrnehme, anders einordne, auch durchaus den Standpunkt verändere durch das Erkennen eines weiteren Horizonts. Das ist lebendig, ist faszinierend. Im theologischen Sinne würde ich sagen, es ist Gnade. In dem Roman Nachtzug nach Lissabon von Paul Mercier kauft der Protagonist einen wunderschönen Flügel, ein teures, großartiges Stück.
dann sitzt er an diesem Flügel und es umfängt ihn tiefe Trauer, weil er weiß, seine Lebenszeit wird nicht mehr ausreichen, um diesen Flügel wirklich so zu spielen, dass aus diesem Instrument alles herauszuholen ist. Es gibt dann irgendwann auch Grenzen dessen, was wir nicht mehr leisten können. Vielleicht aber ist das genau die Weisheit, die der Apostel Paulus vermittelt. Unser Leben ist Fragment. Unser Leben ist Fragment und nie ganz vollkommen. Wir können lehren und forschen, uns bilden und einbringen, aber das Vollkommene, sage ich als Christin, wird erst in Gottes Zukunft sein. Lassen Sie mich zum Schluss erinnern an etwas, was Sie Pflichtlektüre fürs Abitur hatten. Sie erinnern sich, Mephisto, Faust, Goethe. Da sagt der Schüler: Ich bitte euch, nehmt euch meiner an. Ich komme mit gutem Mut, leidlichem Geld und frischem Blut. Meine Mutter wollte mich kaum entfernen, möchte gern was rechts hier draußen lernen. Mephisto: Da seid ihr eben recht am Ort. Der Schüler: Aufrichtig, möcht schon wieder fort. In diesen Mauern, diesen Hallen will es mir keineswegs gefallen. Es ist ein gar beschränkter Raum, man sieht nichts Grünes, keinen Baum. Und in den Sälen auf den Bänken vergeht mir Hören, Sehen und Denken. Da wünsche ich Ihnen nun, dass Sie in diesen Sälen und diesen Hallen ganz anderes empfinden, dass Sie hier an dieser Universität beheimatet sein werden, dass Sie vom Abitur her Ihren Weg finden, hier genau, mit Kommilitonen und Kommilitonen, mit denen Sie sich zusammenfinden. Lehrende, die sich um Sie persönlich, individuell bemühen, und dass es bei allem Leistungsdruck, der auch kommen wird, einfach Freude macht, zu lesen, zu sehen, zu hören und zu denken. Ich wünsche Ihnen Lust am Studium, Freiheit, innere Freiheit zur Entfaltung Ihrer Gaben, Neugier daran, Grenzen zu überschreiten. Und als Bischöfin dieser Kirche wünsche ich Ihnen von Herzen Gottes Segen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.